gut, Mr. Eintracht hier. Ich habe einen Tag gewartet. Ich habe bewusst einen Tag gewartet, um ein bisschen runterzukommen, darüber zu schlafen und dann den Rückblick auf das Dortmund-Spiel zu machen. Und hier erstmal großen, großen Dank an die Dortmunder Fans, die in ihren Foren auf Social Media viel, viel Verständnis gezeigt haben. Natürlich haben sie auch gesagt, sie wurden auch schon an dieser Saison oft verpfiffen oder halt Entscheidungen gegen sie getroffen, größere oder entscheidende Entscheidungen. Aber da kann ich es auch voll verstehen, keine Frage. Was gestern aber abgelaufen ist, geht gar nicht in meinen Augen. Es war ja komplett keine Linie. Die 50-50-Entscheidungen wurden fast immer pro Dortmund ausgelegt. Genauso, dass mit Fouls mit zweierlei Maß gemessen wurde. Bei der einen Seite war es faul, bei der anderen Seite auf einmal nicht. Wieso ist der gleiche oder sogar ein bisschen weniger Körpereinsatz auf einmal ein Foul gegen uns, aber wenn Dortmund das macht, ist es kein Foul. Und da zog sich das komplette Spiel. Und wie gesagt, natürlich war er am abgefuckt und nimmt jede Entscheidung auf die Goldwaage. Aber da wurde eine Scheiße gepfiffen. Und weißt du was? Ich war heute Morgen ruhig. Ich war heute Morgen relativ ruhig und dachte mir, ja, wird dann doch ein gesittetes Ding. Aber wenn ich lese, dass Adeyemi, ne, sagt im Sport 1, das war für mich kein Foul. Das ist der Typ, der bei viel weniger den Flug macht zum Boden und Foul fordert. Will der mich verarschen? Diese Meinung hat er exklusiv. Alle sagen, es war Foul. Alle sagen, es war ein Elfmeter. Schiedsrichter selbst sagt das sogar, der Stegemann. Dortmund-Verantwortliche, Dortmund-Fans, Eintracht sowieso, ja klar, keine Frage. Hier, die Kommentatoren sagen alle. Die Kommentatoren haben Stegemann sogar kritisiert, weil er so scheiße gefilmt hat. Die Elfmeterentscheidung, auch von Dr. Kamper. Zu dem komme ich auch noch. Aber willst du mich verarschen, dass du sagst, es war kein Foul? Dann gib es doch zu, aber so machst du dich doch nur unsympathisch, weißt du? Der hat ein gutes Jahr in der österreichischen Liga gespielt. Keine Frage, ich feiere den Typen. Der spielt richtig geil. Aber mit sowas verspielt er so viel Sympathien. Das kann doch nicht sein. Gib dazu, ja, es war ein Foul von mir, ich habe Glück gehabt. Wo ist das Problem? Ich verstehe es nicht. Und das sagst du, das ist wirklich toll. Willst du mich verarschen? Ich weiß, weil ich es wirklich nicht, weil ich das letzte Mal so abgefuckt war nach dem Spiel, wo ich am nächsten Tag eigentlich noch sauer war. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich meine, ich will mich gar nicht beschweren. Bei uns läuft es gut, weißt? Bei uns läuft es richtig gut. Da gibt es eigentlich keinen Grund zu beschweren. Hätten wir dieses Spiel verloren, weil wir einfach zu dumm gewesen wären. Ja, waren wir auch. Dazu komme ich auch noch. Dann wäre es ja kein Problem gewesen. Wir hätten auch das Spiel 2-2 vielleicht sogar gewinnen können. Auch mit diesem Schiedsrichter, ne? Auch das hätten wir geschafft. Keine Frage. Ne? Aber das macht ja dann alles nochmal wesentlich, wesentlich schlimmer, wenn du so verpfiffen wirst und teilweise bist du dann irgendwann gebrochen. Klar, durch die ganzen Chancen, die wir genutzt haben, dann die Entscheidung als gegen dich, dann bist du einfach wirklich irgendwann gebrochen. Hast auch keine Kraft mehr, weil du eine halbe Stunde Gas gegeben hast. Ist halt so. Ja, kann man verstehen. Und das Ding wollte einfach nicht rein. Wir hatten auch kein Glück, etc. Und zum Thema Glück komme ich jetzt noch, weil jeder scheiß abgefälschter Ball landet dann irgendwie dann doch wieder bei Dortmund da. Nicht mal bei uns. Fast jeder abgefälschte Ball. Dortmund hat immer einen beschissenen Fuß dazwischen gekriegt. Und beschissener Fuß meine ich nicht irgendwie persönlich gegen euch, sondern weil es mich aufregt, dass immer ein Fuß dazwischen war. Klar, das Tor war leer, wir haben den Torwart angeschossen, beziehungsweise dann den Spieler, das war eigentlich dämlich, den muss dann irgendwie reinbringen. Aber irgendwie war immer so ein scheiß dummer Fuß dazwischen. Klar, als Dortmunder würde ich mich auch freuen, hey, guck mal, wie wir das noch abgeblockt haben irgendwie. Und natürlich, kann ich voll verstehen. Verstehe ich auch, ist auch nichts gegen den Dortmunder Sieg. Dortmund weiß auch, dass sie glücklich gewonnen haben, auch wenn der Schiedsrichter normal gepfiffen hätte, wäre es ein glücklicher Sieg für Dortmund gewesen, weil in der zweiten Halbzeit hast du quasi nichts von denen gesehen, außer das Tor. Aber im Endeffekt zählt das Ergebnis, muss man auch sagen, da steht 2-1. Das juckt, wenn man Meister wird oder so, eigentlich keinen mehr, so ungefähr. Aber trotzdem ist das noch eine Weile Thema. Denn ich möchte hier mal bei der Elfmeterentscheidung Herr Stegemann wegnehmen. Er hat normalen Körpereinsatz gesehen. Aber Mr. Dr. Kemper, der schon mal als Videoschiedsrichter von einem Bremen-Spiel, ja, dieses Bremen-Spiel, wo Coman wegen leichten Kontakt
den Elfmeter bekommen hat. Kennt ihr noch diesen Pokalfight, ne? Könnt ihr euch noch erinnern an diesen Pokalfight? Ja? Damals war übrigens der Schiedsrichter Siebert. Und der hat einen klaren Kontakt unten am Fuß gesehen. Der war aber nicht da. Und Siebert hat einfach den Körperkontakt oben gesucht. Das heißt, er hat eine eigene Bewertungsgrundlage, eine andere Bewertungsgrundlage der Situation gewählt. Von sich aus. Das darf gar nicht sein. Und daraufhin wurde er ja auch als Videoschiedsrichter vom Spiel Bremen gegen Fortuna Düsseldorf abgezogen. Just saying, ne? Muss dir da mal vorstellen. Und trotzdem darf dieser Schiedsrichter weiter Videoassistent sein. Ich sag gar nicht, dass man einen Fehler nicht machen darf, aber dieser Schiedsrichter wurde auch von der Bundesliga abgezogen. Das gab es de facto nur einmal. Der darf keine Bundesliga mehr pfeifen. Und das vom DFB aus. Und dann darf er noch da im Videoassistententeller sein und so eine Scheiße weiterhin fabrizieren. Das ist ein Mainzer. Vielleicht hat er auch deswegen nichts gemacht. Keine Ahnung. Aber es kann doch nicht sein, dass solch ein Schiedsrichter, der quasi schon ausgebotet wird vom DFB selbst, vom Verband selbst, dann da noch im Keller sitzen darf und so eine Scheiße fabrizieren darf. Ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Vielleicht sollte Dr. Kamper, ne? Ich habe ja nicht mal Kamper gesagt, Dr. Kamper, mal seine Arztkollegen fragen. Ja, er ist Tierarzt. Ja, er war auch bei Soldaten, Bundeswehr und so weiter. Keine Frage, ne? Ja, Respekt. Dann frag doch mal bitte, du hast bestimmt ganz, ganz, was Sie haben. Wollen wir mal freundlicher sein, ne? Sie haben bestimmt tolle Arztkollegen. Da ist bestimmt auch irgendein Augenarzt dabei. Wieso gehen Sie einfach nicht zum Augenarzt, mal zu Ihrem Kollegen und lassen Sie mal Ihre Augen checken. Vielleicht ist da was möglich. Vielleicht ist da was möglich und Sie, ja, sind auf einmal besser als VR. Wäre vielleicht eine alternative Möglichkeit. Versuchen Sie es mal. Ich weiß nicht, ob man dann noch Individualkeller darf, wenn man irgendwie Probleme mit den Augen hat. Weiß ich nicht, ob das nochmal was anderes da ist. Ja, müsste ich mal checken. Aber machen Sie es doch einfach mal. Wenn das noch erlaubt ist, dann holen sich eine Brille, muss man sagen, Kontaktlinsen, weil mit Brille, dann kommen die dummen Witze, Kontaktlinsen und dann sind sie vielleicht irgendwann der beste VR und niemand wird sich mal beschweren. Wie wär's denn damit? Ey, ich bin echt scheiße eingeschlafen, muss ich mir vorstellen. Wegen Fußball bin ich so scheiße eingeschlafen, weil ich mich so aufgeregt habe. Ich war im Bett und man kann die Seele wieder im Kopf. Ich konnte nicht schlafen, wirklich. Das war das letzte Mal. Kein Plan, wann das letzte Mal gewesen ist. Das ist, da haben wir sich. Oh doch, ich weiß. Das war gegen einen anderen Kurfortverein. Das war wegen dem Schalke-Spiel. Wo wir 4-3 auf Schalke verloren haben. Wo ich richtig pisst war. Ich glaube, da habe ich jetzt mal so einen kleinen Wheel Talk gemacht, wo ich ausgerastet bin. Alter, das stimmt, gegen das 4-3. Aber da war ich sauer. Richtig, richtig sauer auf die Mannschaft. Da war ich richtig sauer auf die Mannschaft. Hier bin ich gar nicht sauer auf die Mannschaft. Klar, wir haben die Chancen nicht genutzt, wie erwähnt. Und wenn wir dieses Spiel nur aufgrund der Chancen nicht gewinnen, oder jetzt in dem Fall sogar verlieren, ne? Dann ist es ja so, ja, ärgere ich mich an dem Tag, ja, hätten gewinnen können, hoffentlich das am Ende nicht entscheiden, Punkt, abgehakt. Aber mit der Kombination des Schiedsrichterleistung. Gar nicht, dass der Ball, der Abpraller, wie eben schon erwähnt, beim Doppelter landet. Das ist für mich kein Problem. Aber diese Leistung, wo du ganz klar alles gegen dich gepfiffen bekommst, ne? Das ist der Hammer. Und am besten auch so vorne, das war in der 60. Minute, da kam mir die nächste Entscheidung. Die total dumme. Süle war es, glaube ich, oder Hummels, weiß ich nicht. Schubst, glaube ich, Götze war es. So richtig rein. In Kobel, ne? Mit beiden Händen so rein. Und es gibt Stürmerfaul. Ey, was soll denn unser Spieler denn machen, wenn Dortmund da den Spieler in den eigenen Torwart schubst. Meine Fresse. Ich verstehe es nicht. Alter, natürlich muss ich vielleicht unterbrechen, weil der Böse gelandet ist. Gar. Aber dass das dann ein Stürmerfoul ist, holy moly. Und wie gesagt, ich möchte hier nochmal Stegemann bei der Elfmeterentscheidung in der ersten Halbzeit komplett wegnehmen. Er hat nur den normalen Kontakt gesehen. Und ich bin ganz ehrlich, bei der ersten Kameraposition, die man gesehen hat, man sieht den Kontakt nicht richtig. Erst bei der zweiten Wiederholung sieht man richtig, wie Adeyemi so schubst. Ich glaube, ich weiß immer, ich habe es auf meinem kleinen Display gesehen gehabt. Ich glaube, uns war auch noch ein kleiner Kontakt da. Aber er schubst ja so mit beiden Händen.
Und der Typ sagt immer noch, es war ein normaler Zweikampf. Willst du mich verkackern, Alter? Auf jeden Fall. Finde ich gut, dass Stegemann auch nach dem Spiel gesagt hat, hier, es war ein klares Foul nach Ansicht der Bilder. Aber was soll er denn machen? Stegemann ist jetzt der Depp wegen der Elfmeterentscheidung. Okay, ist er so. Auch davon hat er die Elfmeterentscheidung nicht gewesen wäre. Aber es kann doch nicht sein. Und ich sag euch, hätten wir das Tor gemacht, wir hätten das Spiel gewonnen. Okay, das wär ein komplett anderer Verlauf gewesen wahrscheinlich. Aber du hast ja von Dortmund wirklich sehr, sehr wenig gesehen. Du hast von Dortmund sehr, sehr wenig gesehen. Ich habe gesagt, wenn Dortmund einen schwächeren Tag hat, was sie immer so alle drei Spiele wieder haben, und die hatten gestern einen schwächeren Tag, muss man ganz ehrlich sagen, und das war locker zu gewinnen, dann schaffen wir es. Ich habe gesagt, wenn die so spielen wie gegen City und Stuttgart, haben wir keine Chance. In dem Fall, und das macht es noch mal ein bisschen ärgerlicher, haben wir halt nicht gewonnen, aber es lag auch, wie gesagt, an uns, aber auch an Stegemann, da bin ich mal gespannt, was da noch alles gibt. Also das war schon richtig, richtig übel. Und wie gesagt, ich möchte hier auch noch mal erwähnen, dass es Entscheidungen gab, die an sich korrekt gewesen sind, die aber, ich habe es auch gestern schon im Video schon mal erwähnt, aufgeheizt waren. Wir waren aufgeheizt, natürlich wurde dann jede Entscheidung, die dann gegen uns gepfiffen wurde, die dann vielleicht doch ein bisschen korrekter war, natürlich von der Stimmung aufgeheizt, klar. Ich wurde dann bewertet, ganz eindeutig. Und im Endeffekt, ja, hat der Schiedsrichter dazu beigetragen, dass das Spiel so gelaufen ist, wie es ist. Und damit meine ich nicht das Ergebnis, sondern die Emotionen, die hochgekocht sind. Die Rudelbildung am Ende ist allein die Schuld vom Schiedsrichter. Die Stimmung, die aufgeheizte Stimmung gegen ihn, da ist allein die Schuld des Schiedsrichters. Ich kenne manchmal Spiele, da macht er zwei Entscheidungen gegen einen und dann sind die Fans auf Barrikaden schon. Da denke ich mir, warum macht ihr das? Weißt du, am besten war noch fast ein geschenkten Elfmeter bekommen und dann pfeift er zwei, drei Dinger gegen den und dann hörst du schon Schieber, Schieber, Schieberrufe in manchen Stadien. Ja, bei uns war aber wirklich, ich denke, das sehen auch viele Dortmunder so und ich bin zwar Eintracht-Fan, aber in der Regel sehe ich das auch ohne Fanbrille, ne? Und okay, der Move war zu amüsant gerade. Und auch neutral würde ich sehen, okay, das war einfach ein Spiel, was du dir als Schiedsrichter eigentlich gar nicht erlauben darfst, ganz ehrlich. Und ich verstehe es nicht. Ich meine, dass man einen schlechten Tag hat, in Ordnung. Dass man vielleicht mal ein paar Sachen falsch sieht, in Ordnung. Aber es kann nicht sein, dass er wirklich irgendwie einen Körpereinsatz bei uns nicht pfeift, der ganz mehr als normal war. Und in der halben Minute später ein Foulpfeifen, vermeintliches Foulpfeifen, also ein Körpereinsatz pfeift, ne, der viel weniger ist. Und dann kriegt Dortmund das in den Freistoß. Und ich verstehe es wirklich nicht. Auch das Ding zum 2-1, wo Rode den Ball spielt, da kann man es vielleicht so sagen, zumindest was ich gesehen habe, ich muss mir das nochmal auf groß angucken, aber zumindest was ich gesehen habe, war das ein Kann-Freistoß. Ich glaube, Dortmund würde sich auch beschweren, wenn die vielleicht den bekommen hätte, ich weiß es nicht. Da kann man sagen, ja, Kann-Freistoß, aber auch das pfeift er den ganz normal oder nicht nur für Dortmund, dann passiert vielleicht das 2-1 gar nicht, man weiß auch nicht dann, wie das Spiel ausgeht. Aber das waren sehr, 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 sehr viele Entscheidungen und leider Gottes wurde dann dadurch auch das Spiel entschieden, weil teilweise du hast eine gute Chance, wirst vorbei und dann wird gepfiffen oder irgendwie sowas. Das waren ein paar Sachen, wo ich denke, nee, einfach nee. Und vor allem, und es kommt, die zeigen ja immer die Highlights oben, ein Videowürfel zur Halbzeit, ne? Die haben das Tor gezeigt und dann zeigen die Chance an Kolo Muani, ne? Die zeigen die Chance an Kolo Muani, wie er an den Pfosten geht. Erstmal, da hat wieder Dortmund noch Glück gehabt, ne? Das ist ja das Ding. Und danach kommt ein Hardcut da oben. Die haben die Elfmetersituation oben nicht gezeigt. Alter, gab das ein Five-Konzert im Stadion. Schade, dass ich das... Habe ich das im Video? Muss ich mal gucken. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall habe ich den Abgang von den Schiedsrichtern auf Video. Das ist klar. Muss man machen, ganz ehrlich. In der Halbzeit kann ich kurz aufnehmen, aber kurz nach dem Spiel, wenn die Mannschaft schon gefeiert wurde, beziehungsweise noch auf dem Weg zu uns ist. Aber sonst wisst ihr ja, dass meine Kamera in der Regel immer weg
ist gerade Bittenspiel, ich supporte lieber. Und von meiner Position siehst du eh nicht die Fans von uns, weil die genau unter mir sind. Jo, kurz eine Stimme aus dem Off zu sagen, habe ich beim Schneiden gemerkt. Natürlich gibt es Videos, wo ich mal im Block bin, aber es ist meistens im Oberrang. Unten im Steher, wo man Ultras für die ich das nie machen. Ja, und ich bin eher einer, der Support. Ich werde niemals, werde ich von mir im Vlog sehen, stand jetzt, dass ich im Heimblock bin und da irgendwas aufnehme. Was wollt ihr denn sehen? Unter mir sind die Fans. Ja, ich habe jetzt mal nur kurz 5 Sekunden mal von oben gefilmt, wie das mit den Pyros ausgesehen hat. Ja, aber sonst werdet ihr nicht sehen, weil ich supporte mein Team. Ich gebe Gas. Komplett. Ja, ich möchte das Spiel genießen und nicht irgendwie beim Monitor. Und wenn, halte ich die Kamera so hoch und das war's. Wie beim Pokalfinale 2018. Wie beim letzten Elfmeter, beziehungsweise das Elfmeterschießen bei Sevilla, also in Sevilla gegen Glasgow Rangers, ne? Ja, aber der Unterschied ist, wie gesagt, ich hebe das so hoch. Andere machen das so auf dem Monitor, gucken nur aufs Handy noch. Oh ja, geiles Bild. Ey, erlebt den Moment. Wir gewinnen die Europa League gerade. Erlebt den Moment mit deinen eigenen Augen und nicht da im Monitor. Dann kannst du auch zu Hause bleiben und Fernsehen gucken. Heb den so hoch, wenn das Ding gut wird, geil, wenn es nett wird, scheiß drauf geschissen. Aber du hast es mit deinen eigenen fucking Augen gesehen. Und wenn du dich nur aufs Handy konzentrierst, dann kriegst du das Ganze gar nicht mit, die ganzen Emotionen, weißt du? Nee, ich halt so hoch, bam, wenn es gut wird, wird's gut, ansonsten nein, bam, ist halt so drauf geschissen. Klar, du kannst andere Videos gucken, guck mal da, aber es ist gleich, wenn du es selbst machst. Ich habe das selbst bei mir in Erinnerung, ich habe einen Ordner, wenn es nicht scheiße geht, gucke ich das an, weine vor Glück und bin wieder happy, so. Kann ich nur jedem empfehlen. Wenn ihr macht euch einen Ordner, wo ihr schöne Momente habt. Und wenn es euch scheiße geht, schaut ihr euch die an. Egal ob Fußball sind, egal ob schöne Momente mit Freunden sind oder waren. Ein schöner Urlaub etc. Macht sowas. Ey, 2 Minuten aus dem Off geredet. Aber kommen wir mal zurück zur Schiedsrichterentscheidung mit VAR. Ganz ehrlich. Wir hatten schon in dieser Saison, und damit meine ich wir, Eintracht Frankfurt, Entscheidungen. Da wurden Kann-Entscheidungen zurückgenommen. Ey, die haben da 5 Minuten gecheckt. Dann geht er erst raus und entscheidet, gibt es Elfmeter? Und was, kein Elfmeter? Was war das? War das Abseits? War das kein Abseits? Die entscheiden da teilweise 5 Minuten bevor die auf den Dings rausgehen zum fucking Monitor und entscheiden das. Und da nehmen sie sich nicht mal Zeit. Ne? Zeit. Der Einzige, der sich Zeit gelassen hat, ist Kobel. Bei jedem Abschlag, bei jedem Abstoß. Und er kriegt keine gelbe Karte. Der darf den Ball von da nach da tragen. Und der Schiedsrichter macht nichts. Das hätte schon längst gelbe Karte geben müssen. In der 70. Minute. Und kann es sein, dass er beim Abschlag auch den Ball 10, 15, 20 Sekunden gefühlt in der Hand halten darf. Irgendwann ist das einfach Freistoß im Strafraum. Und Kobel müsste gelb bekommen. Ist einfach so. Ist so. Was einfach so ist, wie es Reus sagen würde. Und genau, bitte beschwert euch nicht nochmal über irgendwelchen Bayern-Bonus. Was war das denn gestern? Ey, ganz ehrlich, kann man beim VAR, der DFB, nicht mal bitte irgendwelche Richtlinien machen? Es kann doch nicht sein, dass wir Kann-Entscheidungen mit Videobeweis die Meinung ändern, ne? Aber bei so klaren Entscheidungen, die der Schiedsrichter sogar nicht gesehen hat, nicht dahin holen. Und das waren eindeutige Entscheidungen. Das waren eindeutige Entscheidungen. Ne? Dann hol ihn an den Monitor. Lass ihn das doch anschauen. Und dann kann er entscheiden. Der kann immer noch sagen, das ist zu wenig. Aber es war eine klare Fehlentscheidung. Eine klare. Zumal er das nicht gesehen hat. Wenn er sagt, ja, er hat den Schubser gesehen. Ich habe den Schubser gesehen. Für mich war es zu wenig. Ist das was anderes. Aber der Stegemann hat nicht den Schubser gesehen. Nur Dr. Kemper hatte hier eine exklusive Meinung. Ich weiß nicht warum. Ich will es gar nicht sagen. Ich will es nicht sagen. Jeder weiß aber, was ich sagen möchte. Aber nein, ich sag's nicht. Und du musst denken, jeder sieht das. Und dieser Mann im Videokeller ist Schiedsrichter. Der macht sowas beruflich. Ja, der macht sowas beruflich. Der weiß eigentlich, was er machen sollte. Der weiß eigentlich. Ich verstehe es nicht. Fehler sind menschlich.
Klar kann man manche Sachen anders entscheiden bei 50-50, aber so was nicht. Meine Fresse, ey. Ich bin gespannt, ob das Montag noch irgendwas gibt, dass ob er irgendwie abgezogen wird oder so. Bin ich mal gespannt, könnte ich mir gut vorstellen. Wäre schlau, es wäre sehr schlau, wenn Kemper erstmal kein Spiel von uns Videoassistent ist und ich glaube Stegemann auch nicht mehr erstmal uns pfeift. Ich muss mal die Statistiken und die Spiele angucken, wo Stegemann gegen uns gepfiffen hat. Einer hat geschrieben, gefühlt hat Stegemann öfter schon mal so gegen uns gepfiffen. Das weiß ich nicht. Das will ich nicht sagen. Vielleicht ist es auf den Emotionen herausgeschrieben worden. Vielleicht stimmt es auch. Ich muss mir echt mal gucken, gegen wen wir gespielt haben, als Stegemann gepfiffen hat. So, Leute, jetzt mache ich euch ein paar Einblicke zum Stadion-Vlog, ne? Und dann machen wir weiter mit dem normalen Rückblick. Normalen Rückblick, der ein bisschen verkürzt stattfinden wird. Wir gehen nur vereinzelt auf Sachen ein. Und ich hoffe, ich werde mich nicht nochmal aufregen. Den ziehe ich jetzt so durch. Erst muss man sagen, dass dieses Spiel wirklich zwei top-europäische Mannschaften waren. Gerade in der ersten Halbzeit, das hat so Bock gemacht in der ersten Halbzeit. Hin und her. Und da hat man wirklich gesehen, ja, das sind zwei Top-Mannschaften in Europa. Ich sage also Eintracht Frankfurt selbst Top-Mannschaft. Aber aktuell ist es ja eigentlich an sich. Sonst würden wir da oben spielen. Und wie gesagt, fürs erste Mal Champions League, finde ich, stellen wir uns sehr, sehr gut an. Andere Vereine spielen regelmäßig Champions League und verkacken dafür immer und immer wieder, muss man dafür auch sagen. Und ich bin stolz darauf, selbst wenn wir Vierter werden, würde mich da ein bisschen ärgern. Wäre vielleicht ein bisschen enttäuscht, was leider Gottes noch passieren kann. Also, und da bin ich übrigens live. Ich sag's nochmal, ich bin live. Kommt vorbei am Dienstag hier. Nicht hier auf dem Kanal, sondern auf dem Sportkanal. Ist unten verlinkt. Schaut vorbei, bitte. Dann könnt ihr mich sehen, wie ich eskaliere. Und, ja, es ging hin und her. Großchancen, manchmal ging es hinten. Bei beiden Vereinen zu leicht, muss man ganz ehrlich sagen. Und es war ein Spitzenspiel. Also ich hatte richtig Bock aufs Spiel. Und ich habe ja gesagt, hier, das wird wahrscheinlich so 4-3 enden, 3-2, 3-1, ich wusste es. Und so wäre es auch geendet, wenn wir die Chance genutzt hätten. Muss man ganz ehrlich sagen. Also war meine Idee gar nicht so schlecht für so einen Tipp. Und Brandt macht natürlich das 1-0. Gefühlt hat er den Ball nicht richtig getroffen. Erst muss man sagen, es war zu einfach. Hinten links war dann auf einmal, also linke Abwehrseite, war dann zu viel Platz und ja, dann spielt er rüber und dann steht er so frei und ohne Scheiß gefühlt, also von mir aus sah so, als er den Ball nicht richtig getroffen, der geht dann halt trotzdem rein, ist halt scheiße, war halt abfuckt, wirklich, war aber gut gemacht, hey, also war gut ausgespielt, die haben die Lücken gesehen, also, ja, passiert halt, ne, wenn du halt vorne bist, viel riskierst, dann hast du einen dummen Ballverlust, geht schnell hinten rum, bam, und
Dann kommen wir, geben als direkte Antwort, ne? Ich meine, Kamada, richtig gut gespielt, perfekte Antwort. Ich glaube, innerhalb von 5 Minuten oder nach 5 Minuten ungefähr. Perfekte Antwort. Und so musst du antworten. Und das machen wir immer mal wieder, dass wir so antworten. Weil das dann so, bam, direkte Stimmungskiller. Erstmal bei den Fans, bei den gegnerischen Fans. Und natürlich auch bei der gegnerischen Mannschaft. Und das ist gut. Und dann, wir hatten nur Spektakel. Hier eine Chance, da eine Chance, da eine Chance. Ich feiere es. Also, das hat richtig, richtig Bock gemacht. Dann hast du schon kurz vor Ende der ersten Halbzeit, so 35, 36, 37, 38 Minute, gesehen, Dortmund stellt sich hinten rein, ne? Also, musst du dir mal be vorstellen. Die haben sich hinten reingestellt. Muss man sich mal vorstellen. Das hätte ich nie gedacht. Aber das Problem war halt immer so der finale Pass, ne? Also, der finale Pass. Es war schon ein Spitzenspiel, aber der letzte Pass, so die Genauigkeit, der finale Pass, kam dann zu ungenau oder man hat es zu kompliziert gemacht. Das hat das halt gefehlt. Und wenn die noch gekommen wären, dann hätten wir noch ein besseres Topspiel gehabt. Aber es ist halt immer Frankfurt gegen Dortmund, ist eigentlich immer ein Topspiel. Und auch knappes Spiel in Frankfurt, wo bemerkt, in Dortmund wird es ja meistens deutlich für die Dortmunder. Aber selbst da ist es teilweise ein Topspiel. Also holy shit. Und das sogar als Frankfurt um Abstieg gespielt hat, muss man ganz ehrlich sagen, für neutralen Zuschauer immer wieder ein Spektakel und sehr, sehr gut. Da war irgendwas in der 42. Minute im Strafraum. Ich weiß nicht mehr, was da war. Irgendwie habe ich das gerade aus meinem Gedächtnis gestrichen. Aber hier möchte ich mal kurz festhalten, wie dumm ist Lindström bitte, dass er direkt die Hand nimmt. Ich bleibe, Götze kommt, schiebt, hätte einschieben können, aber wurde er ja geblockt. Aber hör auf, mit der Hand direkt hinzugehen. Ja, ich weiß, das machen Fußballer immer. Ich greife den Ball zu mir. Lass den Ball. Lass den Ball doch einfach in Ruhe. Notfalls ist er trotzdem noch eigentlich gepfiffen. Oder wenn es ein Elfmeter wirklich war, war es übrigens, kommt der VAR, wenn er Dr. Kemper heißt, und sagt: Hier, Stegemann, entscheide mal du. Du hast doch direkt rein für Dortmund gepfiffen. Vielleicht denkst du aber hier: Ah, vielleicht kann man den doch für Frankfurt pfeifen, sonst wird es so auffällig. Entschuldigung. Also komm, das muss so kleine Nadelstiche müssen das sein. Ich bleib trotzdem ruhig. Und ja, niemand hat verstanden, warum es keinen Elfmeter gibt, wie gesagt, wisst ihr. Und das sagen sogar viele, viele Ticker, die normal neutral sind, haben gesagt, dass es das gar nicht geht, man hätte einen Blick drauf werfen können, etc. etc. Im Endeffekt hätte es dann 2-1 stehen können, auch weil Kolo Muani nochmal eine Chance hatte. Aber dann geht es halt mit dem 1:1 in die Kabine. Natürlich mit harten Atem, Applaus und Feierlichkeiten für Stegemann und sein Schiedsrichterteam, als er in die Kabine gegangen sind. Also für diese Leistung hat er natürlich Standing Ovations von uns bekommen. Dann kommt die zweite Halbzeit und ich denke mir, das ist doch reine Provokation. Das ist reine Provokation. Dortmund auf dem Platz. Frankfurt auf dem Platz. Und wir warten noch anderthalb Minuten auf die Schiedsrichter. Wo bleibt ihr denn? Okay, keine Provokation ist ja zu viel, aber allein dadurch wurde man schon als Fan noch mehr provoziert. Ich schwöre es euch. Oh Mann, ey. Ja, wie gesagt, bei Rode, er spielt klar den Ball. Tritt zunächst die Kugel, auch ihn war ein harter Einsatz. Aber er hat gut gepfiffen. Und daraus schlägt. Ja, Dortmund das 2-1 aus dem Nichts. Man hat ja von Dortmund wirklich ja nichts mehr gesehen. Von der ersten Halbzeit da an, so, glaube, ab der halben Stunde, ich glaube sogar fast bei unserem Tor. Ja, Bellingham macht das, ärgerlich, fuckt einen ab. Und dann kommt die eine Ecke. Und wie Kobel, wie schnell war der denn bei der einen Chance unten rechts? Alter, wie schnell war der unten? Wie hat der denn gehalten? Holy shit, für mich war das neben Stegemann der beste Dortmunder auf dem Feld. Muss man wirklich sagen. Ey, die Nadelstiche, die werden jetzt nicht noch komplett durch das Video ziehen, ich schwöre es euch. Und dann, ja, der Jubel war da, aber sind wir ganz ehrlich, du musst dann die Sachen machen. Läufst allein aufs Tor zu, schiebst sie nicht am Kobel vorbei. Dann ist der Kobel geschlagen. Und die treffen das leere Tor nicht. Dann der eine Ballverlust hinten bei den Dortmunder, wo Lindström eigentlich dann als alleine probiert, anscheinend in die Mitte zu passen zu Kolo Muani. Klar waren dann Dortmunder in der Ecke. Wahrscheinlich hätte der Dortmunder doch den Fuß dazwischen gekriegt.
Vielleicht hätte aber auch Kolo Muani irgendwie eine Drehung gemacht und hätte es Elfmeter, nee, hätte es eh nicht gegeben. Der wäre gefoult worden und das Spiel wäre weiter fortgeführt worden. Dann wird natürlich wieder lautstark diskutiert, 60. Minute, das Ding mit Süle, mit Götze und Kobel, wo Süle wirklich Götze von hinten schubst, will ich nochmal erwähnen, ne? In Kobel rein. Lindström regt sich natürlich dann auf, auch wegen der ersten Entscheidung noch, kriegt dafür gelb und der VAR hat hier auch nicht groß eingegriffen. Das war eher so, ja, diskutable Situation und deswegen hat er nicht eingegriffen. Ja, ganz klar. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Und die Chancenbewertung war überhaupt nicht gut. Aber lieber so ein Spiel gegen Dortmund, wo die unsere Chancen nicht nutzen, als am Dienstag. Weißt du, dann verschiebe ich doch hier lieber alle Chancen, die ich habe. Gewinnen dann vielleicht in Lissabon, mit, weil wir zwei Chancen haben und zwei Tore machen, gewinnen vielleicht 2-1 und sind weiter in der Champions League, wa? Ist doch geil. Dann machen wir lieber die bessere Chancenverwertung in der Champions League und alles ist gut. Vielleicht bringt uns die Niederlage wieder mehr. Wie oft haben Niederlagen uns schon mehr gebracht als für einen vermeintlichen Sieg? Oder unentschieden, ne? Vielleicht bringt das Ding, dieses Spiel, uns wesentlich mehr für die Zukunft. Ich hoffe es. Ja, so ab der 70. 72. Minute, glaube ich, war es so ein kleiner Leerlauf. Ich glaube, ich habe schon erwähnt, keine Ahnung, die waren geknickt. Du hast die ganzen Entscheidungen gegen dich, die Kannentscheidungen, die kleineren Fouls gegen dich. Du hast die dicken Chancen nicht genutzt, ne? Die eigentlich reingehen müssen. Also ein paar müssen rein. Gerade das Ding auf dem leeren Tor, was du auf den Abwehrspieler schießt, Alter, das geht gar nicht. Ja, dann glaube ich 75. 76. Minute kommt Süle gegen Kolo Muani, stützt ein bisschen auf, Kolo Muani macht zu viel draus, ja, kann man abhaken, Spiel läuft weiter, da wollten die irgendwie den Elfmeter rausholen wegen den zwei Sachen, also eine klaren Sache, die zweite Sola-Lach-Sache, von daher, ganz ehrlich, das war zu viel des Guten. Wenn wir den Elfmeter bekommen hätten, hätte ich ja gesagt, hey, das war wegen einer Fehlentscheidung und so weiter. Man kennt das ja. Da Respekt, wirklich Respekt an Stegemann, dass er das nicht gepfiffen hat und sich nicht darauf hat, ja, also nicht darauf eingegangen ist. Wie oft ist das so, dass Schiedsrichter, oh, beim kleinen Foul, oh, das, nee, das ist jetzt ein Foul, einfach um seine Fehlentscheidung wieder gut zu machen. Also da Respekt, sage ich sogar als Frankfurter. Und das hat so heißen. Ne? Klar hätte ich das gerne angenommen, dann wegen seiner dicken Fehlentscheidung, aber nee, also da Respekt wirklich, dass er, und das muss man erstmal können. Also viele können das nicht, sehr, sehr viele Schiedsrichter, und pfeifen eine Kleinigkeit. Hier, wie gesagt, fetten Respekt. Dann kommt das Foul von Kolo Muani von Mats Hummels. Und das war, also ich weiß nicht, also vom ersten Blick, wo ich das gesehen habe, dann, das ist schon an der Grenze zu Rot. Das war schon an der Grenze zu Rot. Es war, gelb kann keine geben. Es war vielleicht dunkelgelb. Aber der ist ja komplett schon weg und tritt den am Schienbein. Also, auch da kann man überlegen, habe ich das so richtig gesehen? Aber es ist eine, ja, dunkelgelbe Karte, aber holy moly. Hätte Hummels sich, glaube ich, nicht beschweren können, wenn er Rot bekommen hätte. Ansonsten, ja, das Spiel ging dann so hin, dann kommt die 91. Minute, wo wir bei unserer rechten Angriffsseite schön, ja, keine Ahnung, ist unser Spieler komplett weggeflogen, ne? Kompletter Einsatz. Und dann sagen, okay, geil. Nochmal gute Standardsituation. Es läuft weiter. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Das hat nicht gepfiffen. Und dann kommt, und ich weiß nicht, wer er war, ich hoffe für dich, dass es nicht Adeyemi war, nee, klar, Bellingham, ne? Von links kommt so ein Körpereinsatz, ne? Und er pfeift die Scheiße. Dann gab es die Rudelbildung, die ich erwähnt hatte. Klar willst du mich verarschen. Ganz ehrlich, willst du mich verarschen. Dann klar, Reiner kriegt gelb, Tuta kriegt gelb. Und Trapp ist ja klar. Denn Trapp ist auf dem Tor gerannt. Ich habe erst gedacht, dass nur zwei Frankfurter eine gelbe Karte bekommen haben. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass Reiner da die gelbe Karte bekommen hat. Deswegen habe ich mich ja so aufgeregt. Auch bei der ersten Reaktion. Ich habe dann in die Beschreibung geschrieben. Aber willst du mich verarschen?
Da übrigens Adeyemi wurde ja ausgewechselt für Wolf, habe ich ganz vergessen. Alter, und dann, das kannst du und kannst du keinem erzählen. Rode, dass er Geld bekommen hat auf der Bank, kurz davor, ja, der hat sich viel aufgeregt, verstehe es halt nicht. Wie hat der Rode gesagt, irgendwie, ich glaube, irgendwas mit gewissen Arroganz vom Schiedsrichter, ich weiß nicht mehr. Alter, dieses Spiel, ich verstehe es nicht. Ja, komm, Schlusspfiff. Der Finalball wird geschlagen. Erstmal hier nochmal Applaus. Weißt du, 4 Minuten wurden angezeigt. Allein für mich, die für Unterbrechung da teilweise war in der Zeitspiel, war es locker für mich von Anfang an 5, 6 Minuten. Und dann ist das Spiel erstmal, keine Ahnung, wegen der Rudelbildung 1,5 Minuten, glaube ich, unterbrochen nur 1 Minute. Das ganze Zeitspiel, das hätte dann locker nochmal 2 Minuten draufgeben müssen. Er pfeift nach 95 Minuten ab. 5 Minuten Halbzeit, 1 Minute nochmal draufgegeben. Applaus. Ich glaube dann nicht, dass wir trotzdem mal 2-2 gemacht hätten. Aber das unterstreicht nochmal die komplette Situation. Starkes Spiel. Starkes Spiel. Von Stegemann. Woo! Woo! Ganz ehrlich, ja, wir haben uns aber, wie gesagt, an die eigene Nase zu greifen. Wir hätten auch, wie gesagt, mit dem Schiedsrichter 2-2 oder 3-2 spielen können. Dortmund hat natürlich Dusel gehabt, gehört beim Fußball dazu. Keine Frage. Natürlich wurde gepfiffen. Und als Schiedsrichter, ja, in die Kabinen ging. Natürlich auch nochmal Applaus dafür. Woo! Also so ein Pfeifkonzert habe ich schon lange nicht mehr erlebt gegen Schiedsrichter. Holy shit. Selbst wenn es so eine kleine Fehlentscheidung gab, solch eine Entscheidung, solche Pfiffe, das war schon ein Hohn. Wir müssen an sich, wie gesagt, das Spiel gewinnen, auch mit diesem Schiedsrichter, keine Frage, aber das war ein Hohn. Und vor allem, wenn wir gewonnen hätten, wären wir Dritter gewesen, jetzt ist Dortmund Dritter, aber hey. Hey, wir sind Fünfter, ist in Ordnung. Ja, keine Ahnung, ob man so jemand überholen kann. Aber, ey, wir sind Fünfter. Das ist doch geil. Ja, dann darüber rede ich gar nicht auf. Ich will mich aber gar nicht aufregen. Nicht mehr. Wie gesagt, Schiedsrichter, muss man gar nicht mehr viel sagen. Ich bin gespannt, was jetzt die Tage noch folgt. Ob da was folgt. Colinas Erben. Muss ich mir aber erstmal das Video anschauen. Alles drum und dran. Doppelpass schaue ich mir zumindest die Eintracht-Situation an, wenn die es diskutieren. Ich hoffe es. Ich sage hier auf jeden Fall Arrivederci, ne? Vielen Dank, eure Kommentare gerne rein. Schaut gerne, wie gesagt, mein Livestream vorbei, ist unten verlinkt. Ah, bis dahin und ciao, ciao. Ach so, eine Sache noch möchte ich sagen. Wisst ihr, was die Krönung gewesen wäre? Wisst ihr, was wirklich die Krönung gewesen wäre? Wenn wir in der Nachspielzeit einen Elfmeter bekommen hätten, zum 2-2, dann auf einmal Dr. Kemper sich meldet. Ne? Und sagt, schau dir das mal an. Und dann Stegemann den Elfmeter zurückgibt. Stellt euch die Situation nochmal vor mit der ganzen Entscheidung davor. Das wäre lustig gewesen. Das wäre lustig gewesen. Also ich hatte schon geilen Humor, aber das wäre dann die Spitze des Eisbergs gewesen. Aber stellt euch jetzt mal einfach so, im Nachhinein kann ich jetzt drüber lachen, die Situation einfach mal vor. Ah, das wär der Hammer gewesen. So, jetzt aber Arrivederci. Bis dahin und ciao, ciao.